Die Initiatorin des Hashtag Balance ton peur, dem französischen Äquivalent zu MeToo, muss sich wegen übler Nachrede vor Gericht verantworten. Sandra Müller hatte im Oktober 2017 andere Frauen dazu aufgerufen, sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz auf Twitter zu veröffentlichen. Kurz darauf postete sie in einem zweiten Tweet die Worte, die der Kläger Eric Brion ihr gegenüber gesagt haben soll. Du hast große Brüste, du bist mein Typ Frau, ich werde es dir die ganze Nacht besorgen. Eric Brion, Ex-Chef von Equidia, einem Fernsehsender, der sich Pferderennen widmet, hatte zugegeben, Müller auf einer Cocktailparty auf unangebrachte Weise angemacht zu haben. Er sei betrunken gewesen und hatte sich öffentlich dafür entschuldigt. Zwei Wochen später allerdings beschloss er gerichtlich, gegen die Journalistin vorzugehen. Denn in seinen Augen würde durch die Verkettung der beiden Tweets der Eindruck erweckt, er sei ein Sexualstraftäter. Außerdem standen sie nie in einem Arbeitsverhältnis. Die daraus folgende Rufschädigung habe sein Leben ruiniert, sagt Brions Anwalt. Brion fordert nun insgesamt 65.000 Euro von Müller als Schadenersatz und für die Gerichtskosten sowie die Löschung des Tweets. Das Time Magazine hatte Sandra Müller zu einer der Personen des Jahres 2017 ernannt.